hier keinen Platz gefunden hat, kommen Sie ruhig näher. Hier gibt es jetzt einen kleinen Vortrag über die römische Küche, auch über die Bäckerei. Das Ganze im praktischen Sinne werden Sie gleich mit mir und meinem Kollegen Carolus draußen selber ausprobieren können. Wir haben draußen zwei Probierstände, auch Verkaufsstände für römische Backwaren, für römische Spezialitäten. Es geht hier in dem theoretischen Teil jetzt erst einmal darum, wie hat man das Ganze jetzt letztendlich erforscht, was haben wir für Grundlagen, was haben wir für theoretische Grundlagen im Bereich der römischen Küche, woher weiß man, dass man damals so gekocht hat. Das ist ganz einfach. Die römische Küche ist eigentlich seit langem bekannt, und zwar seit dem Auffinden des Apicius-Kochbuches im 9. Jahrhundert in einer Klosterbibliothek. Und diese Abschrift stammt vermutlich aus dem Frühmittelalter und das Original aus dem späten römischen Zeitalter, etwa aus dem 4. Jahrhundert. Beschrieben ist aber dort ein Autor, und zwar Gavius Marcus Apicius, der unter Kaiser Tiberius am Kaiserhof gekocht hat. Das war ein Starkoch, wir würden heute sagen, der Bocuse der Römerzeit. Er hat also uns ein Kochbuch hinterlassen, das finden Sie heute in jeder Bibliothek, in jedem Museumshop, in einer zweisprachigen Ausgabe, Reclam, das römische Kochbuch des Apicius De Re Corpinaria, über die Küche. Und dieses kleine Kochbüchlein ist ein Abklatsch der High Society. Das ist eigentlich das Makabre daran, dass eben der Apicius ein Starkoch war, ist unbestritten. Und dass man genau hier das wiederfindet, was man damals in der High Society gegessen hat. Andererseits, und das ist wiederum sehr makaber, passt es in die heutige Zeit hervorragend, weil genau das, was man damals für teures Geld ankarren lassen musste, hat man heute jeden Tag zur Verfügung. Frisches Fleisch, egal welcher Gattung, frisches Gemüse, alles, was man braucht, um in dieser Art und Weise zu kochen. Der normale römische Bürger hat sich in der Regel von Getreideprodukten ernährt. Das ist Canis, das ist das, was unser Carolus draußen anbietet, das ist römisches Brot oder Puls. Puls hat nichts mit Herzschlag zu tun, Puls heißt übersetzt nichts anderes als Brei. Und das ist in der Regel ein Getreidebrei gewesen, ich würde es sogar ganz banal mal ausdrücken, eine Pampe. Das hat man aus geschrotetem Getreide gemacht, das wurde dann gekocht in einem Topf mit Wasser, mit Salz, eventuell auch in einer süßen Variante mit Honig. Und das war so wie Gummi, das konnte man ziehen, das hat mit dem Kleberanteil zu tun. Das werden Sie feststellen, wenn Sie einen Backweizen etwas länger kauen, dann kriegt das so einen Kaugummi-Effekt. Und das hat man bei dieser Pulsgeschichte immer wieder gehabt. Es war sehr sättigend, es war sehr nahrhaft. Man hat also wirklich damit den Zweck erfüllt, den es eigentlich erfüllen sollte, eben die Menschen zu ernähren. Allerdings hat Apicius auch ein paar Lutschereien drin, die aber keinesfalls mit Asterix was zu tun haben, was man so hört, mit Pfauenzungen und Nachtigallenaugen und was der Teufel was alles. Aber es gibt zum Beispiel gebratene Haselmäuse, es gibt auch Schweineäuter, es gibt sehr viele Rezepte mit Füllungen, wo man Hirn verwendet. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte der heutigen Zeit. Vor 50, 100 Jahren hat man Hirn regelmäßig verzehrt, weil es einfach zum Schlachttier dazugehört hat. Da hat sich keiner was bei gedacht. Und diese Abneigung gegen Innereien, gegen Hirn, die hat sich in den letzten 20 Jahren gebildet, weil die meisten einfach auch über diese BSE-Geschichte und sonstige Sachen einfach mit dem ganzen Kram nichts mehr anfangen können. Aber an sich ist das Apicius-Kochbuch trotz der High Society-Geschichte schon auch so ein bisschen in die Richtung, was man alltäglich denn auch kochen kann. Apicius hatte ursprünglich 180 Millionen Sesterzen an Vermögen und hat dann heruntergewirtschaftet aufgrund seiner aufwendigen Lebensweise auf 18 Millionen und hat sich dann anschließend das Leben genommen, weil er gedacht hat, er wäre ein armer Mann. Verhältnismäßig ein römischer Senator musste 1 Million Sesterzen Vermögen nachweisen, überhaupt Senator werden zu können. Und diese Geschichte ist einfach charakteristisch für das Dekadente an dieser damaligen Zeit,
dass man einfach in diesen Kreisen der High Society wirklich Kohle ohne Ende hatte, ganz banal gesagt, aber trotzdem irgendwo noch nicht genug, um noch aufwendiger und noch verschwenderischer leben zu können. Im Laufe der Jahrhunderte ist dieses Apicius-Kochbuch dann angepasst, verändert worden, vermutlich von irgendwelchen späteren Nutzern, von Schülern von Apicius, die sich vielleicht auch seines Erbes angenommen haben und das im 4. Jahrhundert zusammentrugen. Das wissen wir nicht. Allerdings hat diese Apicius-Geschichte eine Besonderheit, er macht keine Mengenangaben. Bis auf ein oder zwei Rezepte werden Sie in diesem Buch keine Mengenangaben finden. Er beschreibt es so, man nehme die und die Zutaten, tue das und das damit, bestreue mit Pfeffer und serviere. Das ist so der Schlusssatz in der Regel. Das ist auch bei den Süßspeisen so, bestreue mit Pfeffer und serviere. Die Römer mochten es unheimlich gerne, süß, sauer, salzig oder süß, salzig. Das ist ganz unterschiedlich von den Rezepten her gelagert. Das ist in der Regel dann damit zu bewerkstelligen, dass man Honig, Essig und Fischsoße nimmt. So, jetzt haben wir diese drei Komponenten im Raum stehen. Honig ist eine Süßkomponente, die man damals sehr häufig verwendet hat, weil es keinen Kristallzucker gab. Es gab wohl schon eine Art Rohrzucker, aber diesen Rohrzucker hat man zu medizinischen Zwecken verwendet. Das heißt, man musste auf diesen Kristallzucker, den wir heute kennen, komplett verzichten. Also musste man Alternativen suchen, beziehungsweise man musste sie nicht suchen, weil man ja diese Alternative nicht hatte. Man hat Honig genommen, dann gibt es eine weitere Komponente, das ist ein Most, ein eingedickter Fruchtsaft. Das ist in diesem Falle bei Apicius sehr häufig Traubenmost-Sirup, das auf eine unterschiedliche Einkochgrade dann eingekocht wird. Wir haben dann mal ein Drittel, wir haben zwei Drittel, das heißt dann Defritum oder Carönum, das ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt es noch die dritte Variante, das ist das sogenannte Passum. Passum beschreibt Plinius auf zweierlei Art. Einmal, man nehme getrocknete Weinbeeren, presse sie aus und lasse es vergären. Das ist nichts anderes als eine Trockenbeerenauslese. Im Vergleich etwa Vino Santo, vielleicht auch ein Portwein, kann man in diesem Sinne alles nehmen, Masala ist auch möglich. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, die für den heutigen Gebrauch aber auch sehr gut geeignet ist. Man nehme getrocknete Weinbeeren und lege sie in einen guten Wein und lasse sie mehrere Tage aufquellen und zerstampfe das Ganze. Das ist einfach zu bewerkstelligen, indem Sie Rosinen nehmen, die in einen guten Wein einlegen, über mehrere Tage im Kühlschrank aufquellen lassen und dann im Pürierstab reingeben. Dann haben Sie eine süße Masse, wo dann die Rosinen, der Anteil der Rosinen mit drin ist, aber auch der Anteil des Weins. Und diese Flüssigkeit hat man damals genommen zum Süßen von Soßen, aber auch zum Süßen von Desserts. Das ist hier in diesem Apicius-Buch des Öfteren beschrieben. Und man kann es steigern, indem dass man diese Rosinen dann einfach sogar in einen Portwein oder in eine Trockenbeerenauslese einlegt. Dann wird es richtig intensiv süß, aber es ist auf der authentischen Schiene. Das ist das Wichtige dabei. Die zweite Komponente, Essig, ist eigentlich bekannt. Man hat Wein hergestellt, so, und wo Wein hergestellt wird, wird auch Essig hergestellt. Diese saure Komponente ist natürlich ganz wichtig, um alle anderen Sachen in diesem Ensemble zu egalisieren. Man muss dann süß, sauer natürlich aufeinander abstimmen. So, und jetzt kommt die dritte Komponente ins Spiel, das ist Fischsoße. In der republikanischen Zeit Garum genannt, später bei Apicius Liquamen. Liquamen ist einfach das Garum, das man in Pompeji bzw. in Südspanien hergestellt hat. Und es ist ja in den Köpfen der Leute so ein bisschen noch drin, es ist was Ekliges, Fischsoße, um Gottes Willen. Wenn man das Herstellungsverfahren betrachtet, haben die Leute gar nicht mal so Unrecht. Es ist eine Fermentierung von Fischen. Man hat Fische über Monate in die Sonne gestellt, hat sie voreingesalzen und hat die ganze Geschichte mit den Eingeweiden eingesalzen. Die Fische haben sich förmlich selber verdaut. Das Ergebnis war eine klare, braune, sehr wohlschmeckende Soße, die im Römischen Reich wirklich im gesamten Imperium exportiert worden ist. Man hat in Britannien und auch an den Garnisonen am Rhein hat man Amphoren gefunden mit Ziegelstempeln dieser Manufakturen in Pompeji und in Südspanien, wo nachweislich Fischsoße drin war.
Also muss man dieses Zeugs wirklich um den halben Globus in der damaligen Zeit, den bekannten Globus, transportiert haben, um es an die Verbraucher zu kriegen. So, jetzt schaltet man einfach die Logik ein und sagt, ja, Moment, kann ja nicht sein, es kann nicht eklig gewesen sein, sonst hätte man diese Menge nicht gebraucht. Es stellt ja keiner 3000 Liter Fischsoße her, um sie anschließend ins Meer zu kippen oder in den Gulli zu schütten. Das ist ja ein Schwachsinn, macht keiner. Also muss man davon ausgehen, dass diese ganze Fischsoßengeschichte wirklich heiß und innig geliebt wurde. Wir sagen heute, das war der römische Maggi. Das Zeugs hat man wirklich sogar in Süßspeisen verwendet. Aber so, als wenn man heute in ein Plätzchen oder in einen süßen Teig eine Prise Salz hineinmachen würde. Es ist immer beim Kochen eine Frage der Dosierung. So, wenn man das richtig dosiert, dann werden Sie diese drei Komponenten, egal ob man jetzt bei der süßen Komponente Honig oder Efritum oder Passum nimmt, wenn Sie diese drei Komponenten so einsetzen, dass es sich egalisiert, dann haben Sie den absoluten Turbo. Das ist dieses süß-sauer, dieses Pikante, was die römische Küche ausmacht, können Sie gerne gleich mal drüben bei uns probieren. Es ist einfach das Charakteristische und Apicius an sich ist eigentlich eine Soßenküche. Und das passt natürlich hervorragend dazu, dass man für das Abschmecken der Soßen immer wieder das Gleiche verwendet. Ich habe viele Workshops gemacht und die Leute haben mir über die Schulter geschaut und haben gesagt, ach Gott, jetzt macht ihr schon wieder Fischsoße rein. Jetzt macht ihr schon wieder Honig und Essig da rein. Ja, sag ich, das ist so. Das ist zwar ein Rezept, der vorgegeben und vor allen Dingen, es schmeckt aber jedes Mal anders, weil der Grundstoff immer ein anderer ist. Wenn Sie außen zubereiten oder Bohnen oder Lauch, egal. Man kann auch die saure Komponente durch den Wein ersetzen. Das ist alles möglich. Wir haben natürlich im authentischen Bereich die Verpflichtung, dass man einfach das auch rüberbringt, was überliefert ist. Ich könnte Ihnen jetzt 100 Rezepte kreieren, die auf der römischen Schiene aufgesetzt sind, die es aber nicht zulassen würden, dass irgendein Archäologe oder ein Historiker sagt, wo hast du das gefunden, wo steht das? Kannst du mir das zeigen? Das könnte ich nicht. Obwohl es rein von der Zusammenstellung her passen würde. Das ist eigentlich das Problem, was wir haben. Wir haben nur so ein ganz kleines Fensterchen aus dieser Zeit und das ist das Apicius-Kochbuch. Es gibt noch so ein paar Autoren, die so Seitenhiebe gemacht haben im Sinne der Landwirtschaft. Columella, Cato und auch Plinius der Ältere, die dann beschreiben, was hat man damals angebaut, was ist an Feldfrüchten gewachsen. So, was man dabei auch berücksichtigen muss, dass man keineswegs diese Hochzüchtungen hatte, die wir heute kennen. Das damalige Tafelobst war vielleicht vergleichbar mit dem Sinn der Birne jetzt, vergleichbar mit unserer heutigen Viehzbirne. Oder ein Tafelapfel war vielleicht der heutige Viehzapfel. Das muss man einfach sehen. Diese ganzen süßen Züchtungen, die wir heute kennen, die kommen alle aus der frühen Neuzeit. Die sind von den Römern zwar mitgebracht worden als Kulturpflanzen, aber man hat sie immer wieder verfeinert, man hat sie veredelt. Und das hat man damals noch nicht gekannt. Und beim Wein ist es ähnlich. Wir haben drüben unseren Gewürzwein, das Conditum Paradoxum, das ist hier bei Apicius auch drin. Das ist ein Gewürzwein, ein trockener Wein, der mit Honig aufgekocht wird. Und das hat man nicht umsonst getan. Der römische Wein war sehr schwer und sehr trocken, wenn nicht sogar sauer, weil man damals die Gärung nicht stoppen konnte. Das ist heute, das ist ausgegoren. Der Wein war ausgegoren, war sehr schwer. Und was hat man getan, um den ganzen Wein etwas süffiger zu machen? Man hat es mit Honig verfeinert. Man hat es gesüßt. Und diese Geschichte ist im Prinzip auch wiederum vergleichbar mit diesen Züchtungen. Die Trauben waren damals mit Sicherheit auch viel kleiner, vielleicht sogar vergleichbar wie der heutige Riesling bei den Tafeltrauben. Das ist klar, da liegen 2000 Jahre dazwischen. In den 2000 Jahren hat sich in dieser Botanik einiges getan, wo der Mensch das auch eingegriffen hat. Wir haben allerdings dann wiederum den Beweis, in dem Moment, wo man es zubereitet und diesen Wohlgeschmack erfährt, wenn letztendlich schlecht machen, jedem können sie es nicht. Weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist nicht zum Entfallen. Aber das Ganze lässt sich auf eine relativ breite Basis stellen. Und es gibt also einige Bücher, auch Literatur. Das ist einmal hier Panis Militaris, wo der Dr. Junkelmann, das ist also auch ein Experimentalrömer, der also sich da ein bisschen um die römische Küche gekümmert hat. Dann gibt es hier so Bücher,
Essen und Trinken in alten Rom, wo dann auch relativ wissenschaftlich auf diese einzelnen Komponenten eingegangen wird, im Sinne von Columella und Medius, die das Ganze beschrieben haben. Und dann gibt es eben dieses Apicius-Büchlein und dann gibt es hier, das möchte ich Ihnen vielleicht auch so ein bisschen ins Herz legen, ein römisches Kochbuch, das ist meiner Feder entsprungen, aber in dem Sinne auch ein Geschichtsbuch, weil es auf dieser überlieferten Basis aufsetzt. Sie werden hier in meinem Buch Rezepte finden, die man wirklich zwischen Tür und Angel kochen kann. Es ist im Sinne der Vorspeisen, aber auch im Sinne der Desserts überaus einfach, an einem ganz normalen Arbeitstag abends zu Hause ein römisches Mahl mit 4 oder 5 Gängen zuzubereiten. Das ist überhaupt kein Problem und das ist auch wichtig in der heutigen Zeit, damit man die Leute einfach so ein bisschen in diese Richtung bringt, dass man das Bewusstsein, dass die römische Küche nicht gewöhnungsbedürftig ist und dass man sich da nicht erstmal 3 Wochen durchessen muss, um auf den Geschmack zu kommen. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei, dass man den Leuten sagt, es ist keineswegs so, wie das von vielen propagiert wird, die übermäßig Fischsoße verwenden, die vielleicht auch ein bisschen versuchen, diese Klippe Fischsoße zu umschiffen. Das ist eigentlich genau das Falsche. Das muss man den Leuten einfach mitgeben. Römische Küche ohne Fischsoße ist abgekupfert. Das ist einfach kein Original. Und hier in dem Fall eine fernöstliche Fischsoße, weil das Herstellungsverfahren identisch ist. Wie das Original geschmeckt hat, wissen wir nicht. Wir haben einige Leute, die haben es versucht, dieses Liquame nachzubrauen, sage ich jetzt mal. Es ist teilweise sehr stark in die Hose gegangen, also es gibt mit Sicherheit viele Fehlbrände und durchaus auch sehr emissionsgeladen. Also das würde ich meinem schlimmsten Nachbarn nicht zumuten wollen. Also deswegen, wenn man es dann so nahe hat, dann muss man nicht unbedingt dann auch noch selber was ausprobieren. Ja, was gibt es noch zu sagen im Sinne der Bevölkerung? Man hat, wie gesagt, im Vergleich zu heute spartanisch gelebt in der normalen Bürgerschaft. Man hat aber im Vergleich zu vor 100 Jahren fast identisch gelebt. Deswegen, so weit sind die Römer gar nicht weg von uns. Wenn man überlegt, in den ländlichen Bereichen vor 50, 60 Jahren noch, hat man im Prinzip genau so gekocht, wie die Römer es in der damaligen Zeit getan haben. Frische Sachen nur in der Saison, Fleisch nur dann, wenn geschlachtet worden ist. Und vor allen Dingen Konservierungen, bevor Einmachgläser kamen oder Gefriertruhen, gab es einfach nur Einsalz, Vögel, nichts anderes, was die Römer damals auch gemacht haben. Ja, dann wäre ich eigentlich mit dem theoretischen Teil soweit durch. Ich möchte Sie jetzt alle einladen, kommen Sie mit mir nach draußen zu unseren Probierständen, können Sie das Ganze direkt testen, was ich Ihnen jetzt erzählt habe. Und ich hoffe, es wird sich bestätigen. Wir haben es bei vielen Veranstaltungen ausprobiert. Doch gibt es Mulsum, doch gibt es römisches Brot, Eier mit Bienenkernsoße und entsprechend dann aus Lucaner Würstchen, das ist eine Spezialität. Das ist ja hier auch drin, Lucanicae, das sind Würstchen mit Pinienkernen und ganzen Pfefferkörnern drin und entsprechenden Kräutern. Das ist ein ganz spezielles Rezept. Und da ist auch Fischsoße drin. Werden Sie aber nicht rausschmecken. Das Einzige, was daran nicht authentisch ist, ist das Nitritpökelsalz, was wir reingetan haben oder was wir reintun mussten. Das hat aus fleischhygienischen Gründen ist das gemacht worden. Da können wir leider nichts dran machen, sonst steigen die von der Gewerbeaufsicht uns aufs Dach. Deswegen, bitte folgen Sie mir und dann können Sie gerne mal probieren. Dankeschön.